Über eine halbe Million jüdischer Menschen, die die Konzentrationslager überlebt haben, befinden sich zurzeit in Transitlagern der amerikanischen Besatzungszone. Bermann, David, jüdisch. Sie waren Häftling im Konzentrationslager Sachsenhausen. Wie sind Sie dann dorthin gekommen? Mit einer Limousine, mit Chauffeur. Was brauchen die Deutschen momentan am dringendsten? Wäsche. Wir werden aufmachen, einen Wäschegroßhandel. Leute, ich bin dabei. Vor Ende der Vorstellung. Als Projektionist ist er eine Katastrophe, aber als Verkäufer genial. Mit welchem Trick arbeitet er? Er wird Schuldgefühle bei den Deutschen. Schuldgefühle bei Deutschen? Teilachen ist eine Kunst. Was zählt, ist die Show. Wir beide sind hier im Auftrag Ihres Arbeitgebers der Bahn. Diese Aussteuerpakete kosten normalerweise 1.300 Mark. Ihr Arbeitgeber, die Bahn, hat sich bereit erklärt, 400 Mark dazuzulegen. Morgen geht's nach Seckbach. Was ist ein Seckbach? Die Postler. Das wird immer verrückter. Rein. Was? Auf das Leben. Sie sind Arzt? Ja, ja. Zahlen Sie gleich oder aufstottern? Wir sind die jüdische Rache. Darf ich Sie darauf hinweisen, dass das hier kein Spaß ist und gravierende Folgen für Sie haben kann? Das muss ich mir nicht bieten lassen. Ich mache hier nur meine Arbeit. Sagte der erstmal am Rande des Massengrabs. David, wir müssen Klartext reden. Da bin ich einmal gespannt. Bis jetzt haben wir dir vertraut. Was machst du hinter unserem Rücken? Hattest du was mit den Nazis zu tun? Ich hab dir doch gesagt, du sollst bei Marian bleiben und aufpassen, dass die Deutschen hier nicht reinkommen. Die Deutschen sind misstrauisch. Und wenn Juden kommen, ganz besonders. Hitler ist tot, aber wir leben.